Ausband ist so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann. Und das ist ein Kunden in Händen, auf einen Kunden Energieberatung basiert. Es gehören dort diverse Maßnahmen getroffen, es gehört das Heizsystem verändert, es gehört der Innenbereich gemacht. Und jetzt schauen wir uns mal an, was sie da in den letzten 2 Monaten getan hat. Ja, bei uns ist im Herbst ein Akku von einem Lautsprecher brennert worden auf der Terrasse und hat die ganze Terrasse angefangen zu brennen und ist dann über den Balkon bis ins Dach rein, sodass das ganze Haus betroffen war. Eigentlich ist das ganze Haus schwarz gewesen. Mitten in der Nacht rückt die Feuerwehr an und rettet, was zu retten ist. Nach der Löschaktion bleibt für Familie Lausenhammer jedoch nur ein Fazit. Es war ein bisschen ein Problem, weil wir eben ein paar Wochen bevor die Schule losgegangen ist, war der Brand und wir haben uns da entscheiden müssen, was wir jetzt wirklich mit dem Haus machen. Durch den Rauch, das ist ja eigentlich das größte Problem, ist eigentlich ein kompletter Totalschaden gewesen. Also es sind fast alle Möbel neu, Elektrogeräte und wir haben das halt dann genutzt, dass wir gleich das ganze Haus richtig sanieren. Im Zuge des Umbaus beschließt die Familie, einen energieeffizienten Weg zu gehen. Wir haben eine Ölheizung gehabt, haben uns dann an eine Hendorfer Heizungsfirma gewandt und die haben uns dann eigentlich an die Salzburg AG als Partner mit dazu verwiesen, dass man da eine tolle Förderung kriegt. Und so ist das Ganze dann entstanden. Wir haben dann mit der Salzburg AG zusammen die Wohnbauförderung und die Bundesförderung angesucht, haben dann auch relativ kurz darauf die Zusage gekriegt, wie viel ungefähr gefördert werden wird. Und haben dann auch letzte Woche die Zusage bekommen von der Wohnbauförderung, die ist sogar größer ausgefallen, als was wir geglaubt hätten. Mit der Förderungsaktion Raus aus dem Öl weicht die alte Ölheizung schließlich einer modernen Luftwärmepumpe. Was bei unserem Haus relativ ein Problem war, weil wir ein Reihenhaus haben und natürlich die Wärmepumpe gewisse Abstände zu den Nachbarn erfüllen muss. Und dadurch war das Ganze nicht so einfach. Nur dazu, Baumaschinen sind bei uns im Garten auch nicht möglich, weil wir keinen Zugang zur Straße haben im Garten. Sprich, wir haben eine Lösung finden müssen, die was umsetzbar ist, finanziell sowie auch bautechnisch. Neben der Komplettsanierung kann sich Familie Lausenhammer auch noch ein paar persönliche Wünsche erfüllen. Durch das, dass der Brand auf der Terrassenseite war, waren doch sämtliche Fenster, Jalousien und Markisen zum Austauschen. Wir haben das dann gleich genutzt, dass wir immer Dreifachverglasung machen können, dass wir da auch bessere Energiewerte kriegen. Haben auch eine Isolierung unterm Dach, also die letzte Dachflächen gehabt. Die haben wir erneuert und noch dicker gemacht als zuvor. Ein großer Wunsch von mir war eben, den habe ich verwirklichen können durch die Umbaumaßnahmen, dass wir ein Smart Home bauen können. Und mit dem Thema habe ich mich halt dann sehr stark beschäftigt und habe mir das selber, das ganze Smart Home, damals eingebaut und versuche jetzt den einen oder anderen dadurch zu helfen. Schon nach 3 Monaten kann die Familie wieder in ihr Haus einziehen und Weihnachten zu Hause feiern. Mit dem Umbau und der Beratung ist René Lausenhammer mehr als zufrieden. Man kann das gar nicht mit zufrieden bezeichnen, weil ohne der Salzburg AG hätte man gar nicht gewusst, dass es diese Förderung grundsätzlich einmal gibt. Und das Positive daran ist, da haben wir erst letzte Woche Bescheid gekriegt, die Energieförderung ist immer höher ausgefallen, als was wir eigentlich angenommen haben. Also es ist eigentlich einmal umgekehrt, wie man es sonst immer hat, dass man ein bisschen so die Enttäuschung hat. Es ist eigentlich immer besser geworden. Wir warten jetzt eigentlich nur mehr auf den Raus auf den Öl-Zusage, beziehungsweise Zusage haben wir, was genau da kommt. Dann wäre das Ganze eigentlich eine sehr, sehr positive Sache gewesen. Die Familie Lausenhammer hat die Ölheizung gegen ein klimafreundliches Wärmesystem, in dem Fall eine Luftwärmepumpe, getauscht. Es gibt verschiedene Arten von Förderungen. Wenn man beispielsweise die Bundesförderung mit der Energieförderung des Landes kombiniert, kann man je nach Heizsystem zwischen 7.000 und 11.000 Euro an Fördermitteln rechnen.